Ein Hallo und willkommen zurück in die Showbox. Es geht weiter mit The Darkest Dungeon. So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen erkundigt. Ich bin mal hier, dass bei Borlem den Stress bzw. ihre Qual heruntersinken kann. Wenn ihr sie mir in die Kommentare geschrieben habt, danke dafür. Und zwar muss man sie einfach nur in die Taverne oder ins Kloster schicken. Und da, dann, wenn sie genug Stress abgebaut hat, verliert sie auch ihre Qual. So, was haben wir denn hier? Kaufen seltene Gegenstände. So selten ist das gar nicht, das haben wir ja schon. Die Gilde, da können wir unsere Waffen verbessern, ne? Und hier kann man, glaube ich, tauschen, oder? Genau, hier kann man Waffen gegen solche Erbstücke wiederum tauschen. Ich glaube, Köpfe sind richtig viel wert. Genau, wenn man Köpfe tauscht. 6 Köpfe sind 4 Seiten. Ein Porträt, schaut euch das an, 2 Porträts. 4 Porträts sind auch 6 Seiten. Wappen gibt es halt extremst viel und du brauchst ja viele Wappen, damit du Porträts oder sowas bekommst. Deswegen. Ja. Alles eine Vor- und Nachteil hier durchs Tauschen. So, sollen wir die jetzt wirklich hier reinschicken? Ich würde eher sagen, wir warten ab, bis hier eine neue Aberleste kommt. Die ist erst sowieso eine Level 1. Müssen wir irgendjemand ins Kloster schicken? Sie hat ein bisschen Stress angesammelt. 45. Ich glaube, da können wir wirklich mir sie ein bisschen hier in den Kreuzgang schicken. Eine Runde. Und Schmied verbessern, Waffen. Da brauchen wir Saiten. Wir brechen einfach mal auf ein neues Abenteuer. Wir haben jetzt das Labyrinth freigeschaltet. Hundemeister haben wir noch gar nicht. Die Meereshöhlen haben wir auch freigeschaltet. Minus Stressschaden, Präzision ausweichen. Chance auf Betäubenfähigkeit. Musketier. Widerstand gegen Gift, Hauchbluten und krank. Das Labyrinth. Sollen wir uns mal das Labyrinth anschauen? So, leg mal alles ab. Jep. Wen nehmen wir denn mit? Der ist sowieso für vorne, ne? Der ist auf Position 2 recht gut. Labyrinth, Labyrinth. Labyrinth-Erforscher ist er hier. Minus Schaden. Und da müssen wir hier noch jemanden mitnehmen, der heilen kann. Blitzheiler, in Lager, Fernkampf, Nahkampffähigkeiten. Wie sieht es denn mit dir aus, Ormond? Ich auf Position 3. Yep, und du bist auf Position 4. Dann mache ich das lieber so. Jetzt können wir hier Gepäck mitnehmen. Wir nehmen eine Schaufel mit. Dann nehmen wir mal Heilkräuter. Heilkräuter haben wir mit. Die brauchen wir eventuell hier. Nehmen wir mal 2. Müssen wir hier was läutern im Labyrinth? Keine Ahnung. Nehmen wir mal mit. Dann
zwei Schlüssel, weiß ja nie, was passiert. Und dann, was ist denn hier los? Na gut, geht's wieder voll ab draußen hier. Ach. So, dann, das letzte Mal haben wir ein paar Fackeln zu viel mitgenommen, deswegen würde ich sagen, dass wir hier 9 mitnehmen. Gegen Gift, okay. Und Bandage. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Eine wohltuende Tinktur zum Stärken des Verstandes gegen das Grauen der Dunkelheit. Wir nehmen einfach mal einen mit. Ich habe ja das Geld. Und ab die Post. Und schon wieder sind 5 Minuten rum und wir haben die Etappe noch nicht mal gestartet. Das ist immer sowas mit dem ganzen Planen hier. Bei Darkest Dungeon. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Juhu. Wir müssen alle Raumkämpfe abschließen. Das ist gar nicht mal so groß. Wir gehen mal erst hierher. Fast mit einer mächtigen Flüssigkeit. Er ist gestärkt bis zum Lagern. 30% Schaden. Also gut. Hier die Heilkräuter müssen wir bei den Fässern verwenden. Da müssen wir auch Heilkräuter. Kritzeleien. Verzieren das Gespannte. Oh. Ausweichen bis zum Lagern. Das war nicht gut. Entschärfen 50, 50, 70. Mach du mal. Na toll. Mechanical hazards possessed by evil intent. Das ging ja mal gleich richtig schief. Blazing star is born. Die Fahrt habe ich nicht gesehen. Ambushed by foul invention. Wie viel? 3 Runden? Ne, das müssen wir. Das müssen wir flicken. Mächtige Überreste. Da hätten wir. Das kann man so machen. May we find victory. So, hier haben wir Kunden. Da haben wir einen Schatz. Da haben wir einen leeren Raum. An denen frisches Blut klebt. Nichts von Nützen. Immerhin keine Falle. Das sage ich auch so. Die sind alle überrascht, das sind alle einfache Maden. Präziser Schnitt. Widersetzt. Du kannst zerhacken. Mann, der macht so viel Schaden. Eine Geschwindigkeit. Andere Heldenstress. Gehen nur auf die hintere hier. Die hat einen Anfall.
Geschwindigkeit, aber Präzision und Crit gehen raus. Continue the onslaught. Destroy them all. Wunderbar. Selbst heilen. Another one falls. Another one bites the dust. As victories mount, so too will resistance. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. So, was haben wir denn hier? Giftschleim. Kurz dich frei. Macht nur extra Schaden. Du hast die hier raus. Und du hast den hier weg. Und die Spinne stirbt von selbst. So, dann brauchen wir hier die Schaufel. Das packen wir mal weg, das Geröll. Hell zieht sich eine hässliche Wunde zu. Erbrechen. Der hat einen Anfall, ebenso. Die haben alle einen Anfall. Widerstand gegen Gifthauch. Trommel deine Kräfte um. Uiuiui. Ich brauche eine Bandage. Ich bin das Ziel. Kugel und Kette. Betäubt, okay. Das widersetzt er. Einfach nur Stressschaden, ich fühle mich nicht wohl. Dann, ja, zack ihn mal. Du kannst hier ihn wieder heilen. Fügt ihm wieder Blut zu. Du hast 40% Widerstand gegen Gifthauch. Aber nur 10% gegen Betäubung. Stresslinderung. Wunderbar. Wen will sie denn heilen? Ihn hier vorne. Schön zerhackt. So, hat ja sowieso Widerstand gegen Betäuben. Deswegen macht das hier keinen Sinn. Ich
der mit seinem Gift widersetzen. Ein bisschen einschüchtern. Ein bisschen Schaden reduzieren. Noch vergiften dazu. Erdbeben. Schlechte Laune. Uiuiui. So, effektete mit ihm. Du kannst alles nehmen, den Schlüssel. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ein verborgenes Fach. Jetzt müssen wir zurück. Jetzt können wir hierher zurück. Da ist ja nichts drin, ne? Die Kiste ist leer. Dann haben wir hier noch eine Falle. Kannst du mal hier zurück? Und du hast 70% beim Strahlen entschärfen, aber er schafft es einfach nicht. Cruel machinations bring to life with a singular purpose. Sterblichen Überresten. Ganz schön viel Futter. Und dann machen wir noch eine Fackel an, beziehungsweise zwei. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Schweinetrommler. Gifthauch. Die haben beide. Erbrechen. Beide betäuben. Nu, verfehlt. Okay. Oh, das gibt's nicht. Der verfehlt ebenso. Verwandle dich mal in die Bestie. Klauenhieb, Rage. Und das ist der schwere Schlag. Clownhieb. Clownhieb geht auf die ersten beiden, ne? Das würde dir eigentlich nichts ausmachen. Kreisch. Wunderbar, er ist auch weg. Das hier geht auf den letzten auf. Bisschen Rage. Brechen auf ihn.
rausgehauen. Kannst ihn stunnen, ne? Der soll mal ein bisschen hierher kommen. Ja, das widersetzt. Ausgewichen. So, ein mieser Hund war. Ja, das gibt's doch nicht. Jetzt darf er nochmal angreifen. Obwohl, ich hab das hier noch. Das reicht. Success so clearly in view. Nur Grabräuberin. Kannst nicht mehr traben. Was werfen wir jetzt hier raus? Können wir das hier? Umschalten und klicken. Okay. Warte mal ganz kurz. So. Der ein düsterer Altar mit ausgeschalteten Totenschädel von ihm ausgehend gemacht. Der Gegenstand zeigt keine Wirkung. Sie wird gestärkt, okay. Schaden, Präzision und Crit. Absolut das, was ich überhaupt nicht brauche. Sollen wir erstmal einen Kampf machen hier unten? Och nee, hopp. Jetzt ist er betäubt. Ich spucke euch erstmal ein bisschen an. Und er nimmt den ersten raus. Jawohl. Annihilated. Flächendeckendes Feuer. Das schwächt auch noch. So, 6 pro Runde, der ist definitiv weg. Und pam. Wunderbar. Dann können wir zurück durch die Tür, weil hier gibt es nichts mehr. Wir können jetzt uns zu dem Kampf hier oben bewegen. Fünf Schaden. Aber sie bluten immerhin. So, sie macht ihn hier weg. Grabmal. Machen wir Stresslinderung. Another abomination cleansed from our lands. Rucksack enthält Beute. Die Schaufel brauchen wir jetzt sogar. Wir werfen die Fackeln, glaube ich, raus.
Tagebuchseite. Noch eine Tagebuchseite. Obwohl, das Essen können wir auch rauswerfen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann nehmen wir das Geld mit, die Schaufel. Oh, das Gegengift hier raus. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Okay, jetzt haben wir sowieso den letzten Kampf hier. Wir brauchen die Fackeln gar nicht mehr. Du bist betäubt. Trommeln der Entkräftung. Immerhin sind sie jetzt schwach gegen Gifthauch. So, du kannst den ersten vielleicht mal wegmachen. Wenn ich zwei von denen drin hätte, ne, würden die Kämpfe so schnell gehen. Geh und einfach die ganzen ersten zwei rein immer raus. Dann, was machen wir hier? Er kommt ein bisschen näher. Regen im Wald. Wir versuchen dies zu stunnen. Widersetzt er. Jetzt ist er betäubt. Und das war's für ihn. Wir haben alle Kämpfe gemacht. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Wir können hier, glaube ich, raus, ne? Ja, so sieht's aus. Their squeals fade. Their confidence is shaken. Blutiger Fetisch. Viele Erbstücke haben wir nicht bekommen. Erleuchtet, will im Dorf nur meditieren. Eine Geschwindigkeit. Wissbegierig, ist besessen davon, Wissen anzuhäufen. An eternity of futile struggle. Or penance for my unspeakable transgressions. Wunderbar. Dann schauen wir gleich mit der Kutsche nach, ob wir eine Grabräuberin haben. Wir haben eine Grabräuberin und eine Musketierin. Musketierin, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie gespielt. Bin ich sehr gespannt, wie sich die spielt. Launenhaft. Was hat die denn so für Angriffe? Fernkampf, Pistolen, sich selbst stärken, Tarnum gehen, Ziel stärken und heilen und erhaltene Heilung, zusammenflicken, dann das Ziel nennen und das ist ein gezielter Schuss. Schadenmodifikator minus 80%. Das greift die hinteren an und das ist der Schrotschuss. Zurückstoßen. Tarnung umgehen. Enttarnung Fackel plus 3. Fangschuss. Schadensmodifikator minus 100. Also das Beste ist wirklich. Hat sich schon drin, damit gezielter Schuss ein Ziel nennen.
Wegelagerer. Labyrinthhasser. Wenn er ein Labyrinth hast, dann ist er auch wirklich bei mir nicht willkommen. Besessen von Nahrung. Max LP. Stress wird um 20 erhöht, alle Gefährden werden um Stress 10 verringert. Und die Grabräuberin, die ist auch sehr, sehr geil. Die kenne ich noch. Besessen von Helligkeit. Plus Stressschaden gegen mehrere Gegner des Typs Scheusal. Schade in Meereshöhlen. Aber dann vor Scheusalen Angst haben. Ausfallschritt, Hacke ins Gesicht. Verschwinden. Fernkampf. Ja, Position 2 ist wirklich am besten. Schaden gegen gekennzeichnet. Widerstand gegen Piloten flitzende Dolche. So, wir schmeißen sie jetzt, glaube ich, mal raus. Können wir sie rausschmeißen? The task ahead is terrible, and weakness cannot be tolerated. So, die zwei machen wir rein. Und dann würde ich sagen, war es das schon wieder für die Folge. Ich muss noch schauen, wie wir die am besten hier heilen können. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Danke fürs Zusehen.